Hallöchen, ihr Lieben. Ich habe heute mal wieder ein Rezeptvideo für euch, und zwar einen asiatischen Glasnudelsalat mit Hähnchenbrust. Und das Schöne an dem Salat ist, der lässt sich gut vorbereiten und der schmeckt auch noch nach 3 Tagen, wenn er im Kühlschrank kühl gestellt wird. Die genauen Zutaten werde ich euch auf jeden Fall in die Videobeschreibung reinpacken. Und zwar zuerst werden die Glasnudeln mit kochendem Wasser übergossen und dann ungefähr 10 Minuten stehen gelassen. Dann wird das Gemüse klein geschnitten und da könnt ihr hernehmen, was ihr gerne mögt. Ich hatte jetzt Karotten, Champignons und Gurke. Was zum Beispiel auch mega gut passt, sind Paprika in Rot und Gelb. Dann, was auch total gut passt, wären Frühlingszwiebeln oder Lauch oder Zucchini oder was ich mir auch total gut vorstellen kann, wäre Staudensellerie. Was ich bei solchen Salaten eben gerne mag, ist, wenn das Gemüse nicht allzu grob geschnitten wird. Und genau, dann wird die Hähnchenbrust in etwas Sesamöl oder Erdnussöl angebraten. Ich habe jetzt Erdnussöl genommen, weil ich auch die Salatsoße dann mit Erdnussmus gemacht habe. Und das braucht so ungefähr 10 Minuten, bis das Fleisch schön angebraten ist. Dann wird gewürzt mit Knoblauch. Da kann natürlich auch frischer Knoblauch verwendet werden. Und dann habe ich noch eine asiatische Gewürzmischung dazugegeben und hatte noch mit etwas Salz gewürzt. Dann wird das Ganze mit einem guten Esslöffel Sojasauce abgelöscht. Dann kommt ungefähr ein Esslöffel Fischsoße dazu und das Ganze wird kurz mit angeschwitzt. Dann wird mit einem Schluck Wasser abgegossen und dann könnt ihr noch einen Reis Essig dazugeben. Ihr könnt natürlich auch den normalen Essig nehmen. Und dann habe ich noch 2 Esslöffel Erdnussmus dazugegeben und das dann von der Kochplatte genommen und einfach gut miteinander verrührt. Dann wird das Fleisch auf das Gemüse draufgegeben. Dann werden auch die abgegossenen und abgeschreckten Glasnudeln dazugegeben und dann gut miteinander verrührt. Was jetzt zum Beispiel auch total gut dazu passen würde, wäre, wenn ihr salzige Erdnüsse dazugebt, weil es gibt dann noch so einen schönen Knack. Und was ich mir auch gut vorstellen kann, ist, wenn man noch Pinienkerne dazu gibt. Und dann habe ich noch etwas Petersilie dazugegeben, noch mal ein bisschen nachgewürzt mit Salz, habe das Ganze mit Sesam noch bestreut und genau, und das schmeckt richtig lecker. Und das Schöne ist, der lässt sich total gut vorbereiten und schmeckt auch noch am nächsten Tag. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Lass dir schmecken, Schatz. Der ist geil. Sag ich doch. Ist gut geworden. Der ist richtig gut. Wow. Und wenn der kalt wäre, könntest du noch mit anderen Sachen mischen. Als wie, kaltes Buffet. Ja.